Hallöchen, hier sind wieder Julia und Julian für euch und zusammen haben wir den tollen Podcast Gemeinsam durch die Finsternis. Heute ist Julian an der Reihe, euch ein neues Thema vorzustellen, mir auch. Ich weiß natürlich wie immer nicht, worum es geht, da bin ich sehr gespannt. Hallo zusammen, ich möchte mich noch einmal bedanken für den großen Zuspruch, den wir insbesondere für unsere letzte Folge bekommen haben. Oh ja. Jetzt haben wir mit Poltergeistern und Exorzismen zwei Themen rausgehauen, die richtig gruselig waren. Jetzt habe ich zur Abwechslung mal etwas, was vielleicht weniger bekannt ist, rausgesucht. Julia, kannst du dich noch an den Film The Descent erinnern von 2005? Der ist schon ein bisschen älter. Ja, das war der mit der Höhle, glaube ich. Ja, genau. Mit diesen komischen Viechern, die in der Höhle sind, wo diese Mädelsgruppe... Ich würde das nicht tun, irgendwelche unerforschten Höhlen betreten. Ich auch nicht. Ich habe so schon Angst vor Höhlen, dass ich da stecken bleiben könnte. Und die Viecher kamen mir auch recht gruselig vor. Weißt du eigentlich, wie man diese Viecher nennt, die in dem Film vorkommen? Gollum. Nee, weiß ich nicht tatsächlich. Die haben tatsächlich eine Ähnlichkeit mit Gollum aus Herr der Ringe. Aber das ist jetzt in Amerika ein großes Thema, deswegen habe ich das gewählt. Die nennt man Pale Crawler. Hast du schon mal was davon gehört? Nee, Pale Crawler. Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, das wäre eine Erfindung von dem Film. Nein, nein, die haben eine ziemliche Vorgeschichte. Und seit diesem Film werden diese weißen Kreaturen aus der Höhle überall in Amerika gesichtet. Es gibt auch auf YouTube und TikTok etliche Videos, in denen man eigentlich nichts weiter als Nacht und irgendwelche weißen Viecher, die daher huschen, sieht. Und das sollen diese Viecher aus dem Film sein. Die soll es nämlich tatsächlich geben. Das ist in Amerika ein großes Ding. Also wenn ich so ein Viech sehen würde, ich würde vor Schock umfallen. Ja, geht mir genauso. Die Sichtungen dieser Viecher gehen in Amerika in die Tausende. Man nennt sie Pale Crawler. Und dazu habe ich heute mal etwas vorbereitet. Ich bin gespannt. Hinter dem schützenden Fenster verfärbt sich der Himmel langsam purpurn und die Strahlen der Sonne, die dem ordnenden Verstand die Dinge klar zu unterscheiden helfen, verlieren an Kraft. Zu meinem Entsetzen erscheint schon der Vollmond am Firmament, obwohl die Sonne erst halb hinter den Bergen versunken ist, breit und entsetzlich blutrot. Obwohl ich sonst diese Naturerscheinungen gerne betrachte, packt mich beim Gedanken an die kommende Nacht eine lähmende, in allen Fasern meines Körpers spürbare Furcht. Meine Hand greift nach dem neu gekauften, noch blank polierten Revolver, dessen metallene Schwere mich daran zweifeln lässt, ihn richtig handhaben zu können. Trotzdem verleiht er mir ein vielleicht trügerisches Gefühl der Sicherheit und Überlegenheit, ohne dass ich die Nacht in dieser Einsamkeit nervlich nicht überstehen könnte. Letzte Nacht ist etwas geschehen, das mich nicht nur an meinem Verstand, sondern auch an der Welt, wie wir sie kennen, zweifeln ließ. Eine Welt, die geordnet und erforscht ist, in der alles bekannt und benannt ist, in der das Risiko kalkulierbar ist und der Tod weit entfernt. Eine Welt, in der der gebildete Mensch nicht auf das völlig Unbekannte treffen kann, dessen Anblick über seine Kräfte geht. Doch will ich der Reihe nach erzählen. Vor 3 Tagen bin ich in diese Hütte in den Bergen gezogen, rundum von dichten Wäldern umgeben, die nie ein Mensch gerodet hat. Die nächste Siedlung, in der ich mich mit Lebensmitteln versorge, ist Meilen entfernt und besteht nur aus einer Tankstelle, einigen Läden und ein paar Häusern, deren urtümliche Bauweise ich als wohltuenden Kontrast zur Betonwüste der Großstadt empfunden habe, der ich entflohen bin, um mich hier zu sammeln und meinen weiteren Lebensweg zu überdenken. Die ersten beiden Tage vergingen, wie ich es mir erhofft hatte. Die Stille und Abgeschiedenheit taten mir wohl. Die Tage verbrachte ich damit, die ausgedehnten Bergwälder zu betrachten. Nachts lauschte ich dem Heulen der Kojoten und den vielfältigen Vogelstimmen, bis ich auf meinem rustikalen Bett entspannt einschlief. Doch letzte Nacht um etwa 1 Uhr, als ich kurz vorm Einschlafen war, erstarb plötzlich dieses Konzert der Tierstimmen und eine bedrückende, verdächtige Stille machte sich breit und vertrieb meine Müdigkeit. Irgendetwas musste die Tiere rundherum in ihrem natürlichen Drang, sich mitzuteilen, gestört haben. Ich ging zum größten Fenster der Hütte und sah suchend hinaus. Mein Blick schweifte hin und her, die Nacht war durch den fast unnatürlich großen Vollmond nahezu taghell erleuchtet.
Mit einem Male blieb mein unsteter Blick an einer Gestalt haften, die nur etwa 3 Meter von der Scheibe entfernt stand und direkt in meine Richtung blickte. Wobei blicken das falsche Wort war, denn diese angsteinflößende Kreatur schien keine Augen in ihren rudimentär entwickelten Augenhöhlen zu haben. Ihr Anblick ließ meine Magenmuskulatur kontrahieren und gleichzeitig packte mich ein lähmendes Entsetzen, das mich erstarren ließ wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Zu keiner Bewegung fähig, musste ich ihren Anblick ertragen mit einer Mischung aus Ekel, Furcht und Faszination, gepaart mit dem Gefühl, dies müsse ein Traumbild oder eine Halluzination sein, was mich an meinem Verstand zweifeln ließ. Das Entsetzlichste an dieser menschenähnlichen, etwa 1,80 Meter großen, auf 2 Beinen stehenden Kreatur war ihre fast vollkommene Bleiche. Ein widerwärtig fahles Fischbauchweiß, wie man es bei Höhlenkreaturen findet, denen die Natur gleichzeitig mit dem Licht die Entwicklung der Augen und jegliche Hautpigmentierung vorenthalten hat, gleichsam eher die völlige Abwesenheit jeglicher Färbung als das edle Weiß eines majestätischen Schimmels. Alles an ihr war länglich, der Schädel, Arme und Beine, schmal die Schultern und der Rumpf, und doch ließen diese furchtbar langen Arme, die wie zum Greifen gemacht waren und in klauenartigen Händen mündeten, auf enorme Körperkräfte schließen. Ich bin sicher, hätte die Kreatur Augen gehabt, ich hätte direkt in die empathielosen Augen des fleischfressenden Räubers geblickt, wie ich es schon bei Haien oder Vogelspinnen getan habe. Erschreckend war auch die komplette Haarlosigkeit ihres Körpers, was der Kreatur ein noch fremdartigeres Aussehen verlieh und mich noch mehr abstieß. Obwohl das Wesen auf 2 Beinen stand, war es nur entfernt menschenähnlich, denn seine Proportionen stimmten nicht mit dem menschlichen Körper überein. Wie es dastand, hatte es etwas furchteinflößend Lauerndes an sich, als wolle es Beute machen und wieder in irgendeiner abgelegenen Behausung verschwinden, bevor die ersten Strahlen der Sonne, für die es entschieden nicht gemacht war, es vertreiben würde. Ich wagte kaum zu atmen, als ich gebannt die Kreatur anstarrte. Da geschah etwas, das mein Entsetzen noch steigerte, obwohl ich es mir zunächst nicht erklären konnte. Von dem Wesen, wie ich es neutral bezeichnen will, ging ein knackendes, in einer regelmäßigen Frequenz auftretendes Geräusch aus, ohne dass es seinen bedrohlich wirkenden Mund mit strichdünnen Lippen öffnete, so als ob es seinen Schädelknochen als Resonanzkörper benutze. Ich war immer noch wie gelähmt, was mir, wie ich am nächsten Tag erfuhr, möglicherweise das Leben gerettet hat. Plötzlich hielt die Kreatur inne, ließ sich auf alle 4 fallen und huschte tierartig, mit enormer Geschwindigkeit, zum Waldsaum hin. Offenbar hatte ihr körpereigenes Sonar ihr von dort die Bewegung irgendeiner potenziellen Beute gemeldet, die sich nun sicher in Lebensgefahr befand. Kaum war es weg, löste sich die Lähmung, die mich gefangen hielt. Adrenalin schoss durch meinen Körper. Ich verbarrikadierte in einem Tempo, das ich mir nie zugetraut hätte, mit den wenigen vorhandenen Möbelstücken alle Türen und Fenster, durch die das bleiche Wesen hätte hereinkommen mögen. Anschließend legte ich mich mit einem Küchenmesser bewaffnet keuchend auf mein Bett und ging in Gedanken alle medizinischen Fachbücher durch, die ich je gelesen hatte, und versuchte mich an die Anzeichen einer Psychose, Schizophrenie oder Halluzination zu erinnern. Doch kamen mir mein Verhalten und meine Gedankenwelt so normal vor und das Ereignis ebenso real, dass ich nicht an den Ausbruch einer Geisteskrankheit glauben wollte. Die folgenden Stunden der Nacht schienen endlos und die Gedanken ratterten in meinem Kopf. Jedes kleinste Geräusch ließ mich erschauern und an Schlaf war nicht zu denken. Endlich fielen die ersten Strahlen der Morgensonne durch die verbarrikadierten Fenster und als ich mich im Spiegel betrachtete, fand ich mich um Jahre gealtert und um unzählige graue Haare reicher. Meine Augen waren ungewöhnlich aufgerissen und von einem wilden Blick belebt, so dass ich bei meinem Anblick erschrak. Ich riss die Tür der Hütte auf und rannte durch den Morgennebel zu meinem Auto, drehte den Zündschlüssel mit aller Kraft herum und fuhr so schnell die schlecht geteerten Wege es zuließen zur nächsten Straße. Eigentlich wollte ich zurück in die Zivilisation, doch ich entschied mich anders. Ich glaubte jetzt an seine Existenz. War es real, würde es vielleicht wiederkommen. Ich musste mich rüsten. Bald erreichte ich die kleine Siedlung, in der ich mich versorgte. Entschlossen hielt ich vor dem einzigen Waffenladen und trat mit gefasstem Entschluss ein. In dem muffigen, vollgestellten Laden stand hinter der Theke ein älterer Angehöriger der First Nations, von denen viele in dieser Gegend leben. In seinem ernsten, aber nicht unfreundlichen Gesicht
war etwas wie durch zahlreiche Erfahrungen erworbene Weisheit zu sehen. Um mich erfasste sofort Sympathie für ihn. Er blickte wortlos in mein aufgewühltes Gesicht. Sein Blick schien in mein tiefstes Inneres zu reichen. Dann fragte er mich mit ruhiger Stimme, geht es Ihnen gut? Ich blickte mich verschwörerisch um, dann sah ich ihn direkt an und es sprudelte in klaren, präzisen Sätzen aus mir heraus. Nachdem ich ihm von den Ereignissen der letzten Nacht berichtet hatte, erwartete ich, er werde mich des Ladens verweisen oder die Polizei rufen. Stattdessen nickte er bedächtig und sagte, wir kennen Sie, in unserer Sprache gibt es viele Namen für Sie. Eine Welle der Euphorie breitete sich in mir aus. Ich war nicht verrückt, sondern auf etwas Unglaubliches gestoßen. Er erzählte mir eine alte Legende seines Volkes. Einst gab es einen Stamm, der nicht in Einklang mit der Natur lebte, sondern Raubbau betrieb und deshalb zur Strafe von den Ahnen unter die Erde verbannt wurde, wo sie sich in Höhlen von Wurzeln und Kleingetier ernähren mussten. Doch lebten in diesen dunklen Höhlen Dämonen, die sich ihnen lockend als schöne Frauen zeigten und sich mit ihnen paarten. Das Ergebnis waren diese bleichen, blinden Räuber, die wie Fledermäuse durch Schall ihre Beute orteten. Des Nachts kämen sie aus ihren Höhlen und jagten in den Wäldern. Manchmal verirren sie sich in die Nähe menschlicher Behausungen und einige Menschen sollen ihnen bereits zum Opfer gefallen sein. Als er seine Erzählung beendet hatte, herrschte ein Moment lang Schweigen. Dann fiel durch eine jahrelang nicht geputzte Scheibe ein Lichtstrahl auf die Theke und ein dort liegender silberner Revolver fing an, hell zu strahlen. Ich verlangte diese Waffe und passende Munition. Als er den Preis nannte, fügte er mit kaum merklichen Lächeln hinzu, Vorsicht, Sie sind schnell. Entschlossen, aber langsam und bedächtig, fuhr ich die schlechten Wege zu meiner Hütte zurück. Ich bin nie vor etwas geflohen, außer vor mir selbst, und habe jede mir vom Schicksal gestellte Aufgabe beendet. So groß meine Angst auch ist, will ich bleiben, die Nächte durchwachen und auf die Rückkehr des Wesens warten. Wenn ich es auch nicht fangen oder erlegen will, so will ich es doch beobachten und seine Gewohnheiten studieren. Falls mein Mut es zulässt, werde ich eines Tages die Höhlen der Gegend erforschen, um Beweise für ihre Existenz zu finden. Sollte ich nicht zurückkehren, möge irgendjemand diese Aufzeichnungen, die ich gerade beende, finden und mein Werk fortführen. Und wie hat dir die Geschichte gefallen, Julia? Ja, gut. Und so wie sie geschrieben war, ich durfte ja jetzt schon Geschichten von dir hören, macht es den Eindruck, als hättest du die auch wieder selber geschrieben. Ja, ich habe leider nichts gefunden. Da musste ich wieder zum Stift greifen. Sehr gut. Fand ich wieder sehr gut gemacht. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass er noch zum Schluss, also dass er dieses Viech erlegt. Das ist natürlich jetzt der Fantasie überlassen, aber meine Fantasie dreht gerade ein bisschen durch mit mir, was da alles noch mit diesem Viech passiert. Vielleicht schreibst du uns ja mal eine Fortsetzung dazu. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, Fortsetzung kommt auf jeden Fall. Also du hättest es vorgezogen, wenn der Mann in der Geschichte zur Waffe gegriffen hätte? Zum Beispiel, ja. Zumindest, dass es irgendwie noch so einen Fight mit diesem Viech gegeben hätte. Sonst war die natürlich hervorragend, finde ich. Ich möchte jetzt einmal erzählen, warum ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Also wie gesagt, 2005 kam der Film The Descent in die Kinos. Das war seinerzeit ein großer Erfolg. Und seitdem sind die Sichtungen dieser Viecher in den USA quasi explodiert. Wie schon gesagt, gibt es auch auf YouTube hunderte von Videos von den Viechern. Schaut mal rein, manche sind wirklich sehr gruselig. Vorher hat man da nichts von gehört, erst seit dem Film? Ja, vorher schon. Da wollte ich jetzt drauf eingehen, auf die Geschichte dieser, nennen wir sie mal Viecher, denn es ist ja nicht klar, was das überhaupt ist. Diese Legende soll es bei vielen Indianerstämmen geben. Also ein Stamm soll Raubbau an der Natur getrieben haben, von den Ahnen und Göttern unter die Erdoberfläche verbannt worden sein. Dort sollen sie auf Dämonen getroffen sein, mit denen sie sich gepaart haben. Und dann diese Wesen, die sollen daraus entstanden sein, aus dieser Verbindung. Also ein Indianerstamm ist unter die Erde verbannt worden, sozusagen. Genau. Ah, okay. Und dann kamen ja die Siedler aus Europa in die heutige USA. Und auch die haben angeblich diese Viecher gesehen. Es gibt einen Kurzgeschichtenband von 1888, heißt Eerie Stories from the West, heißt das Buch, glaube ich. Ich konnte es nicht genau ausfindig machen. Jedenfalls wird da auch eine Geschichte erwähnt, bei der Siedler eine Höhle erforschen und dann von diesen
Wesen zerfleischt werden. Da haben diese Wesen auch schon diese Klackgeräusche und jagen wie Fledermäuse. Das stammt aus dem Jahr 1888. Klackgeräusche? Ja, die schlagen die Zunge wohl an den Gaumen. Daraus ergeben sich solche Klackgeräusche, so wie ein Sonar, so wie Fledermäuse das machen. Damit finden diese Wesen wohl ihre Beute, sagt man, weil die eben halt blind sind, da sie ja unter der Erde leben. War das bei The Descent auch? Ja, das war da auch. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also da findet sich das schon. Und dann hat sich das eben halt weiterentwickelt. Es gab vereinzelte Sichtungen und dann kam eben halt dieser Film heraus. Und seitdem ist das in der Populärkultur ein ganz großes Thema. Also ich persönlich glaube jetzt nicht an die Existenz dieser Wesen, denn ein Großteil aller Höhlen in den USA ist ja schon längst erforscht worden, auch touristisch erschlossen. Und da sind diese Viecher natürlich nicht drin, aber in allen nicht erforschten Höhlen, da soll es von diesen Viechern wimmeln. Ja, da weiß man ja auch nicht, was da überhaupt alles noch haust, ne? Und würde ja Sinn machen, wenn es die gibt, dass die sich natürlich dann auch in die Höhlen verkriechen, die noch nicht erforscht sind. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist ein Punkt für dich. Und wie viele Menschen gibt es tatsächlich, müsste man mal nachgucken, die in Höhlen spurlos verschwunden sind? Bestimmt einige. Was mich aber so daran fasziniert, ist, wie da eine Legende der Indianer von den ersten Siedlern aufgegriffen wird, dass die eben halt von denen bestätigt wird und dass das Ganze dann in der Populärkultur in irgendwelchen Horrorfilmen aufgeht. Also als ich The Descent das erste Mal gesehen habe, habe ich das für reine Fantasie gehalten. Und als ich dann die Vorgeschichte erfahren habe, hat mich das irgendwie fasziniert. Also der Film, den habe ich damals ja auch geguckt und den fand ich auch mega. Ich habe ihn jetzt Ewigkeiten schon nicht mehr geguckt. Ich habe den damals auch mehrmals angeschaut, das weiß ich noch, mit mehreren Personen. Dann halt immer mal so, ja, was wollen wir gucken? Ja, gucken wir nochmal The Descent. Ich selber hatte den auch auf DVD. Und jetzt habe ich ihn einige Zeit schon nicht mehr gesehen. Müsste ich eigentlich mal wieder machen, kriege ich auch gerade Lust drauf, mir den mal wieder reinzuziehen. Und der hat mir auch so ein paar Tage nachgehangen, nachdem ich ihn das erste Mal geschaut habe. Das weiß ich noch. Also der war echt hervorragend, wenn man Horrorfilme mag, ne? Auf jeden Fall. Alleine schon diese klaustrophobische Angst, die diese Höhle erzeugt. Genau. Und der Film hat ja auch ein schreckliches Ende, sage ich mal, ne? Nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Falls jemand sich den noch angucken möchte, Achtung Spoiler, aber im Endeffekt versterben ja alle, auf grausame Art, bin ich der Meinung auch. Ne? Ja, die werden ja von den Palecrawlern regelrecht zerfleischt, bei lebendigem Leibe aufgefressen. Das ist übrigens auch in dieser Geschichte aus dem alten Buch, die ich erwähnt habe, die hat durchaus Parallelen zu dem Film. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ist denn in dieser Überlieferung von, weiß ich nicht, was du gesagt hast, 1800 noch was? Glaube ich. 88. Ja, ist da auch, also wird da auch beschrieben, dass die Menschen essen? Ja, also es ist so, da verschwindet ein Farmer spurlos, da bellt nachts der Hund, der geht raus, um nachzusehen und verschwindet. Und am nächsten Tag sucht seine Familie ihn und die Spuren führen zu so einer Kalksteinhöhle in der Nähe, die schon recht gruselig aussieht. Dann schnappen sich die Dorfbewohner ihre Gewehre, gehen in diese Höhle rein. Dann hören sie plötzlich diese komischen Klackgeräusche, richten die Lampe nach vorne, also den Kegel der Lampe und sehen dann diese weißen Viecher auf sich zukriechen. Dann werden die beim lebendigen Leibe von denen zerfleischt und gefressen, obwohl sie noch ein paar von denen erschießen. Einer von denen kann sich in eine Felsspalte retten, eine ganz enge Felsspalte, da können die ihn nicht orten mit ihren Klackgeräuschen, sieht eben halt mit zu, wie die lebendig gefressen werden. Als die Viecher dann weg sind, schleicht er sich da raus und erzählt den Dorfbewohnern, was da geschehen ist. Das ist die Geschichte von 1888. Also treten die immer im Rudel auf sozusagen, nicht alleine? Ja, das sollen wohl Rudeltiere sein. Also die teilweise sollen sie alleine jagen gehen, in den Höhlen treten sie aber wohl in Rudeln auf, was sie so gefährlich macht. Macht ja auch Sinn, wenn das mal ein ganzer Stamm war, der da verbannt wurde ins Erdreich, dass dann halt mehrere da auch immer noch leben, ne? Ja, genau. Und die sollen auch sehr schnell sein. Also die sollen recht lange Arme und Beine haben. Die können wohl aufrecht stehen wie ein Mensch. Das tun sie aber wohl nur, um diese komischen Klackgeräusche auszusenden. Sie bewegen sich auf allen Vieren fort und sind dann wohl unglaublich schnell, heißt es. Naja, so Höhlengänge sind ja meistens auch so, dass du da nicht aufrecht stehen kannst. Deswegen sind sie wahrscheinlich im Laufe ihrer Anpassung unter der Erde sozusagen dahin tendiert, dass sie auf allen Vieren laufen und dann halt auch schneller sind.
Ja, und der Körperbau, dieses längliche Gedrungene, das lässt wohl auch darauf schließen, dass das eine evolutive Anpassung an enge Höhlengänge ist. Passt tatsächlich auch zu Gollum. Richtig. Ich bleibe dabei. Der hat zwar noch offene Augen, aber man sieht ja, wer Herr der Ringe gesehen hat, auch ja, die Evolution des Gollums im Laufe der Zeit. Es waren ja mehrere Jahre, Jahrzehnte, die der da unter der Erde gelebt hat, wie der sich verändert hat und auch seine Farbe angepasst hat, ne? Es passt ja auch zu dem, was du in deiner Geschichte beschrieben hast, dass das so sehr blasse, fast weiße Haut ist. Ja, ich habe da auch sofort an Gollum gedacht, als ich zum ersten Mal von diesen Viechern gehört habe. Vielleicht ist er ja tatsächlich auch nach diesen Palecrawlern erfunden oder erdacht. Ja, das würde mich mal interessieren, ob Tolkien vielleicht dieses Buch kannte, von dem ich eben gesprochen habe. Das soll ja ein sehr belesener Mensch gewesen sein und vielleicht hat er das als Inspirationsquelle genutzt. Man weiß es nicht. Bestimmt. Aber ich sehe da durchaus Parallelen. Weil der läuft so und das alles, also während deiner Geschichte hatte ich Gollum vor Augen. Ja, ich beim Schreiben ehrlich gesagt auch. Ich finde es auch ganz faszinierend, in Herr der Ringe zu sehen, wie er sich da langsam verwandelt. Das war, glaube ich, im zweiten Teil, wo das gezeigt wurde. Er hieß ja anfangs Sméagol, hat dann den Ring gestohlen und wie er immer bleicher wird und seine ursprünglich menschenartige Gestalt immer gedrungener und ausgemergelter wird und er da regelrecht degeneriert. Genau, weil er halt sich auch in Höhlen aufhält. Ja, und sich da von Fisch ernährt und so weiter, ist sowieso eine der gelungensten Figuren aus Herr der Ringe, finde ich. Das stimmt, ja. Ich bleibe ja eher bei Legolas, aber also weiß man denn, wovon die sich sonst ernähren? Ist das irgendwie beschrieben? Außer jetzt vom Menschenfleisch, weil es kommt ja jetzt wahrscheinlich nicht so oft ein Mensch daher. Angeblich sollen die nachts aus diesen Höhlen kommen und sich hauptsächlich von Rotwild, also Hirschen und Rehen, und wohl auch Wildschweinen ernähren. Es sollen da tatsächlich viele Knochen in den Höhlen dieser Palecrawler herumliegen, ganz genau wie in dem Film. Da trifft diese Crew, diese Mädchencrew, die da die Höhle erforscht, findet ja am Boden der Höhle überall Knochen. Also der ganze Boden der Höhle ist ja mit Knochen übersät. Ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Ist ja auch im Film so, ne? Da gab es ja dann auch kein Zurück mehr. Gut, weil das Seil ja, glaube ich, auch irgendwie gerissen war oder so. Ich weiß nicht. Ich muss mir den Film demnächst jetzt auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, das Seil ist gerissen, die eine hat sich das Bein gebrochen und dann waren die am Boden der Höhle und haben da über diese Knochen gefunden und dann um Hilfe geschrien. Und dann kamen halt die Schreie dieser Wesen als Antwort. Das ist wirklich eine gruselige Szene, muss ich sagen. Also ich finde gerade so in dieser indianischen Kultur von damals, da gibt es ja unwahrscheinlich viele Geschichten, die die hatten und wie drückt man das aus? Also sie haben ja viele Sagen und Legenden. Und da ich glaube zumindest, dass da einiges Wahres dran ist. Weil das waren ja schon sehr naturverbundene Völker und sehr übersinnliche Völker auch, die Indianer, Genau. glaube ich, ne? Aber das, ja, und die haben ja ganz viele gruselige Sachen, unter anderem diese Palecrawler. Finde ich gruselig den Gedanken, dass man eventuell auf sowas stoßen könnte. Ich würde da auch nicht, filmgeprägt wie ich bin, irgendwo umherwandern in irgendeiner Wildnis und da in einer einsamen Hütte schlafen. Auch nicht zu zweit. Ja, das ist wohl so ein Selbstfindungsding, was der Mann in meiner Geschichte davor hat. Das habe ich nur so am Rande erwähnt. Ich empfinde da genauso wie du die ganzen Fabelwesen, angeblichen Fabelwesen der Indianer. Ich finde die recht faszinierend. Ich glaube auch, dass da irgendwo ein wahrer Kern herrscht. Also es gibt eine ganze Reihe von indianischen Sagengestalten, die alle von den weißen Siedlern tatsächlich so dann auch gesehen wurden. Dann muss ja eigentlich auch was Wahres dran sein. Auf jeden Fall, irgendein Kern muss dabei sein. Dann gibt es ja den Sasquatch, der als Bigfoot bezeichnet wird von den weißen Amerikanern. Ach, der kommt sogar auch von den Indianern. Ja, die nennen ihn wohl Sasquatch. Dann gibt es noch Pale Walker, das sind auch große Wesen, bleiche Wesen, die durch den Wald wandern. Es gibt sogar auch schlechte Kameraaufzeichnungen von denen. Das sollen irgendwelche Geistwesen sein, wohl Waldgeister oder sowas. Die sind inzwischen auch schon oft gesehen worden. Es gibt auch schlechte Kameraaufnahmen von denen. Obwohl es ja im Internet tatsächlich ganz viele schlechte, in Anführungsstrichen, Kameraaufnahmen von irgendwelchen übernatürlichen Wesen gibt, da habe ich manchmal schon,
Videos angezeigt bekommen, wo ich dachte, da sieht man jetzt, dass das echt schlechter Photoshop ist. Ich weiß, was du meinst. Das ist bei den Pellcrawlern auch so. Also es gibt da unzählige Videos auf YouTube, auf TikTok und was weiß ich nicht wo. Schaut da mal rein. Manche sind echt gruselig. Bei anderen merkt man wirklich, dass da irgend so ein geschminkter, dünner Mensch durch den Wald hüpft. Ich werde mich da, glaube ich, tatsächlich jetzt im Nachhinein nochmal mit beschäftigen und mir da so ein paar Sachen zu angucken. Auf jeden Fall den Film nochmal. Wer Lust darauf hat, The Descent. Damals war der gut. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sich den heute anguckt. Oft hat man das ja, dass man Filme irgendwann nochmal guckt, die man früher übelst gruselig fand. Und man dann irgendwie denkt so, aber ich glaube, bei The Descent, den finde ich immer noch gut. Ich habe den letztes Jahr noch gesehen. Der kam sogar auf Dreisat. Und ich fand ihn eigentlich fast besser als damals. Okay. Ich werde das machen und dann werden wir nochmal darüber schnackseln, wenn wir uns sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine heutige Ausarbeitung. Das hat mir sehr gefallen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder eine eigene Geschichte mitgebracht hast. Unsere Hörer freuen sich da bestimmt auch drüber. Ja, ich danke euch auch für eure Geduld. Ich werde auch so einiges zur indianischen Mythologie noch ausgraben. Da werde ich mich drauf freuen. Schlaft gut, wenn ihr könnt.